Ja, Lisa? Was ist eigentlich eine Mondfinsternis? Das ist ganz einfach. Pass auf, ich erklär's dir. Eine Sonnenfinsternis ist, wenn der Schatten des Mondes auf die Erde fällt und... Ist eine Mondfinsternis also, wenn der Schatten der Erde auf die Sonne fällt? Nein. Also ist eine Mondfinsternis, wenn der Schatten der Sonne auf die Erde fällt? Nein, die Sonne hat keinen Schatten. Also nochmal. Eine Sonnenfinsternis ist, wenn der Mond die Sonne verdunkelt und... Also ist eine Mondfinsternis, wenn die Sonne den Mond verdunkelt? Oh Lisa, jetzt gib dir doch mal Mühe, das zu verstehen. Wenn also bei einer Sonnenfinsternis der Mond vor der Sonne steht, was würdest du dann sehen, wenn du bei einer Sonnenfinsternis auf der Sonne stehen würdest? Eine Erdfinsternis? Ach, also ich sag's dir jetzt. Bei einer Mondfinsternis wirft die Sonne ihr Licht auf die Erde und... Tut sie das nicht immer? Jetzt mach mich nicht verrückt. Also es fällt bei einer Mondfinsternis der Schatten der Erde auf den Mond. Wenn also bei einer Mondfinsternis die Erde das schattenwerfende Objekt ist, also wie der Name schon sagt, auf dem Mond Finsternis wird, müsste dann nicht eine Sonnenfinsternis Erdfinsternis heißen? Ach Lisa, du mit deiner Erdfinsternis. Stell dir doch mal vor, du wärst bei einer Sonnenfinsternis auf dem Mond. Was siehst du dann? Eine Erdfinsternis. Ah, nein. Ich versuch's jetzt nochmal anders. Stell dir vor, du wärst bei einer Mondfinsternis auf dem Mond. Was würdest du dann sehen? Eine Sonnenfinsternis? Lisa, eine Sonnenfinsternis und eine Mondfinsternis können nicht gleichzeitig sein. Aber bei einer Sonnenfinsternis ist doch die Sonne auch nicht finster. Man sieht sie nur nicht. Das ist richtig. Endlich hast du was verstanden. Also ist, wenn es draußen stark bewölkt ist, auch eine Sonnenfinsternis? Nein, nicht direkt. Oder wenn es Nacht ist, dann ist doch auch Sonnenfinsternis. Nein, wie kommst du jetzt denn darauf? Na, du hast mir doch gerade bestätigt, dass bei einer Sonnenfinsternis man die Sonne nur nicht sieht, aber sie trotzdem leuchtet. Wenn es in der Nacht also keine Sonnenfinsternis ist, ist die Sonne dann einfach aus? Ach Lisa, du verstehst doch eh nichts von Astronomie. Stell dir nochmal vor, du wärst bei einer Mondfinsternis auf der Sonne. Oh, heiß! Ach, du kannst ja nicht mehr ernst bleiben. Hast du noch sonst irgendwelche Fragen? Ja, wann gibt es was zu essen? Ich habe Hunger. Ja, hast du was. Oh, danke. Nom, 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 nom.